Ja, und das war Eisenprinz Nummer 1. Komm, fahr zur Hölle. Gut so. Das Schutzschild hat hier auch nur einen wirklichen produktiven Zweck. Und zwar schützt es mich davor, richtig auf die Fresse zu bekommen. Denn ich habe nämlich keine Lust, jetzt hier hundertprozentig nach Taktik zu kämpfen, weil ich will eigentlich nur noch, dass das Spiel schnell vorbei ist. Ich frage mich gerade nur, warum mein verdammtes Schutzschild nicht weggehen will. Aber okay. Ah, da löst sich so langsam auf. Wurde auch Zeit. Und hey, wir sind schon bei Doofarschdorf, beziehungsweise kurz davor, zu Doofarschdorf zu kommen. Ach nein, Moment, der hieß ja Gennendorf. Wir brauchen aber Magie. Ich will magische Fläschchen. Ja, da haben wir ja schon zwei Stück jetzt. Und die letzte. Okay, unsere Magieleiste ist also voll. Und ich habe keine Ahnung, wo wir hier überhaupt jetzt hinlaufen. Kann auch sein, dass ich jetzt wieder aus dem Gang rausgehe. Nee, doch nicht. Okay, wir sind richtig. Der letzte Kampf steht uns also, ja, kurz bevor. So, mehr oder weniger. Zumindest. Und ihr hört schon, das wird immer lauter, umso höher wir kommen. Bam. Nächster Raum und wir sind an der Quelle des Gedudels angekommen. Und zwar bei Zelda? Oh, nein, bei Gennendorf. Und an der Stelle würden wir eigentlich nochmal geheilt werden, hätten wir Schaden bekommen. Also komplett geheilt werden, aber ist ja auch egal. Bla 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 bla. Ja. Wie auch immer. Ach was, mach kein Sachen. Komm, Gendorf. Laber nicht so viel, ich will dir aufs Maul hauen. Danke. Ja, was du befiehlst, ist mir scheißegal. Na, wie du warst sowieso noch nie nutzvoll, beziehungsweise von Nutzen. Ja, Großmeister des bösen Gennendorf, whatever. Dann mach du mal. Ja, komm. Dann let's dance, Motherfucker. Ja, und ihr seht schon, das Prinzip von dem Kampf hier ist Pille-Palle. Ihr haut so lange wieder die Energiekugeln zurück, wie im Waldtempel schon bei dem Fake Ganondorf.
bis der von der Kugel getroffen wird, setzt einen Lichtpfeil hinterher, damit der Typ hier paralysiert wird und springt rüber und gibt ihm voll einer auf die Fratze. Und er müsste auch gleich schon irgendwann mal den Löffel abgeben, denn eigentlich ist der Kampf hier total einfach. Ich glaube noch einmal, dann müsste er hinüber sein. Ja, das war ein Beispiel dafür, wie man es nicht macht, mit der Emulatorsteuerung zu schießen. Egal, dann zieht sich das Video halt mal noch. Aua, ein bisschen länger hin. Okay, schwer ziehen wäre auch eine Idee. Naja, was soll's. Was soll's. Shit happens. Ah, Moment, nein. Komm, komm, mach's. Ja, komm runter. Zack und erledigt. Doch, so ist es aber. Du wurdest von einem Kind geschlagen. Und jetzt stirb. Fahr zur Hölle. Verrecke.